Unglaublich. UN. Unglaublich. UN, United Nations. Und daher auch New York. UN-Sicherheitsrat. Aber für was? Für Menschenrechte der Neuzeit. Warum? Warum? Wollen Sie das konkret wissen? Mit Sicherheit. Gucken Sie mal, was das ist. Eine VAD? Fahne? Nein, ein VAG. Megaskandal. Megaskandal. Ich habe gedacht, zwischen... Wie heißt das? Haltestation. Kurz vor Wegfeld. Jedenfalls Bus, Endhaltestelle oder eine davor, muss man die Zeugen fragen. Und die Studentin, die Zivilcourage zeigte und weiterhin zeigen wird, weil sie gesagt hat, jetzt reicht's. Ich glaube, ein Haifisch hat mich gebissen. Ist doch, gelinde gesagt, irre. Es ist die Frage, macht man Entertainment raus? Oder gibt man Gas und zieht das durch bis zur maximalen Entschädigung der Würde etc. Die Straftatbestände der Nötigung, der Erpressung etc., da kommt noch eine dazu, sind mehr als erfüllt. Es ist natürlich immer eine subjektive Wahrnehmung, wie man so gesagt hat, laut Polizist, man möchte doch mal darüber schlafen. Er hat es ja nicht mitbekommen, sowohl der Funksprecher wie auch der diensthabende, zentrale, mitwirkende Herr H. Lassen wir ihn mal so stehen. Er mag bis zum gewissen Grad recht haben. Aber wer weghört und wegschaut, ist nicht nur im Namen und in Gedanken von Herrn Uli Hoeneß Täter, sondern auch im Sinne, in der Namen der Justizminister. Unter dem Motto, wehret der Anfänger und den Anfängen, also der Sache. Ich komme heute aus einem langen Pressevormittag und einem noch längeren Tag der Befundungen aus einem Klinikum, weil ich nämlich einen Anschlag überlebt habe, eine manipulierte Handbremse. Ich möchte aber da nicht näher drauf eingehen. Es reicht schon, was ich hier schildere, was ich dann erleben musste durch die VAG-Kontrolleure, deren drei. Am Apparat habe ich noch einen Notfall, eine zusammengebrochene Lehrerin. Und das kann alles recherchiert werden. Und zum Glück noch ein paar Zeugen. Eine meldete sich direkt im Bus. Ein weiterer Zeuge hat sich auch noch gemeldet. Das bist doch du, Win. Sag ich, richtig? Gut aufgepasst in der Schule. Aber Spaß beiseite, wenn die Würde gebrochen wird, wenn die Unterstellungen so zugenommen haben und ich
nicht wusste, ob ich Zeugen dabei habe im Bus, weil ich ja alleine für mich gefahren bin und natürlich andere auch, aber eine Studentin, die auch noch eine Sprecherin ist, das möchte ich noch nicht anführen. Vielen Dank schon mal für die luzide Erklärung, warum sie mir beisteht. Sie ist Sprecherin im juristischen Sinne sozusagen für eine gewisse Lebensaufgabe. Lassen wir es mal so stehen. Ich muss ja ihre Wünsche respektieren. Ich sage im Folgenden, ja, oder aus folgendem Grund sofort auf, weil jetzt die Emotionen noch auch gedächtnisprotokollarisch im Original, auch wenn nach ein paar Stunden, wiedergegeben werden. Und das ist immer besser, als später in irgendeiner Weise was zu sagen, was vielleicht abweicht. Denn ich habe es nicht nötig, im Vergleich zu den Kontrolleuren Unwahrheiten zu sagen und auch insbesondere des Fahrzeughalters, also des Busfahrers. Ich stieg in Erlangen zu, ermüdet, ermattet, weil eben ich über mehrere Stunden verschiedene Befundläufe bezüglich meines Fußes ergehen lassen musste. Das war planmäßig auf heute so datiert. Und da musste ich natürlich Untersuchungszimmer raus, Hose an, Untersuchungszimmer rein, Hose aus und dann wieder an, dann wieder aus. Und dann kann man durchaus schon irgendwo einen Ausweis verlieren. Weil ich konzentriere mich ja auf die Schmerzen, die ich habe und nicht. Habe ich jetzt einen Schlüssel verloren? Das hätte man gehört. Aber es war halt die Mobicard. Dass man dann aber von einem Kontrolleur genötigt wird und erpresst wird, das kann man sagen, in Tateinheit oder in Tatmehrheit. Das Auftreten war mehr denn je unzumutbar. Nicht nur für mich, sondern auch für die weiteren Gäste des Busses Linie 30 Nürnberg Endstation. Ich glaube, Wegfeld. Also ich fahre nicht mehr so oft. Ich werde geschattelt, also gefahren mit einem Bus mit verschiedenen, ja, Bringmechanismen nach Erlangen. Also deswegen brauche ich die Öffentlichen in dieser Richtung nicht derzeit. Es ist fast nicht zu kommentieren, was dieses Unternehmen, ja, dieses, ne? VAG, Verkehrsaktiengesellschaft Nürnberg, die hängt am Haken, ich weiß. Bewusst habe ich das so gehalten. Denn man steht Kopf, wenn man sowas erfahren muss. Das ist einfach, ich spreche bewusst langsamer, weil eben man mir gesagt hat, naja, ich spreche manchmal zu schnell. Der eine möchte es schneller haben, der andere möchte es langsamer haben. Jetzt müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Es ist eigentlich, ja, sofort zu verfolgen. Morgen könnte schon der Nächste betroffen sein und getroffen in der Seele und betroffen im Schaden. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger und Till Schweiger zum Beispiel sagen, Opfer ist man auf Lebenszeit. Ich hoffe, Sie kapieren's, Herr Minister, Herr Vorstandsvorsitzender. Diese drei Kontrolleure wurden nämlich auch noch von jemandem, vielen, vielen Dank nochmal, das wusste ich nicht, dass noch jemand gefilmt hat. Ich nicht, haben Sie Pech gehabt.
Und ich hatte natürlich angedroht, wenn ich weiter meine Ohren mit Unterstellungen zugetextet bekomme, dass ich dann natürlich meinen Camcorder, den ersten oder den zweiten, zücke. Und dann unterstellt er auch noch, ich hätte gefilmt. Wie viel Hirn hat ein Kontrolleur? Das könnte der nächste Podcast sein. Ich glaube, ein Haifisch hätte nicht schlimmer zugebissen, oder? Was sagen Sie, Herr Haifisch? Das waren drei Haifische der VAG und die haben die Würde in massiver Form von mir durchbohrt. Egal, ob ich als Schmerzpatient aus dem Klinikum gerade nach Hause komme, was ich hinter mir hatte, das interessiert nicht. Ich würde meine ID, meine Identität verweigern. Dass ich aber in meinem Schikanen-Etui alles erst durchsuchen muss, weil ich eben heute zweimal die Krankenkarte mit Lichtbild, also Versicherungskarte, gebraucht habe, das ist auch definitiv recherchierbar. Auch die hätte ich zum Beispiel in dem anderen Etui aufgrund der Eile, weil es geheißen hat, ziehen Sie sich kurz an, Sie kommen dann noch in eine andere Etage, damit die Ärzte nicht warten müssen. Ja, all das war heute so in diesem Paket. Und das Schlimme ist, dass diese Kälte, die auf mich wirkte, und daher auch die Sprecherin, die Studentin, die wegflog, wohin auch immer, weiß ich nicht, sie musste zum Flughafen, das werde ich noch eruieren. Naja, das zahlt alles der, also ich, das zahlt alles der, das hat sie mitbekommen, dann fährt eben das Taxi. Ja, interessant, nicht? Wie insozial. Ich möchte natürlich, weil ich nicht weiß, welche Kinder das hören, ich hätte ein anderes Wort treffen können, ist natürlich nicht mein Sprachgebrauch. Höchste Alarmstufe, es ist schon nach 12. Das hier empfindlich, insbesondere diese drei, nicht durch eine Versicherung abgedeckt werden, sondern die aus ihrer eigenen Tasche das bezahlen müssen. Was ich mit dem Geld dann mache, mit dem Schadenersatz, das bleibt mir wohl vorbehalten. Ich werde den größten Teil werde ich spenden in Richtung Hessen an eine Einrichtung, die einen Anwalt befreit hat in Hanoi. Aber zurück jetzt zu dieser Sache. Das ist abartig, das kann man gar nicht mit Worten so fassen. Und ich kann dieses Unternehmen gar nicht oft genug in die Linse halten. VAG nennt sich Verkehrsaktiengesellschaft. Das ist eine Beleidigungsgesellschaft bezogen auf die Kontrolleure. Stil gleich Null. Ob sie Knicke kennen, weiß ich nicht. Jedenfalls kann man das knicken, wie sie aufgetreten waren. Lügen bei der Polizei. Ich hätte die Identitätsverweigerung umgesetzt. Ich habe keine Chance bekommen, weil ich eben auch noch zwei Taschen dabei habe. Ich wusste nicht, wo habe ich in der Eile die Versicherungskarte platziert. Es wird ein weiterer Podcast noch folgen. Höchste Zeit, nicht nur in New York, dank der UN, sondern der United Nations, sondern auch, dass hier empfindlich gehandelt werden muss. Guten Tag, Herr Haifisch, vielen Dank. Und ich kann auch nicht lauter sprechen, denn ich möchte nicht die Hotelgäste aus dem Bett wecken. Guten Tag, Filmbike No Limits. Galacom the TV, More Human Rights, improvisiert für die Welt von morgen.